Ja, hallihallo, liebe Motorradfreunde. Hier sind wieder Volker und Dietmar vom Motorradtest.de. Und wir testen heute für euch die brandneue Honda CRF 1100L Africa Twin. Was für ein Name. Ja, die Vorgängerin, die CRF 1000L, die haben wir ja schon für euch getestet. Die wird auch noch verkauft. Müsst ihr mal schauen. Gibt's wahrscheinlich demnächst so ein paar Abverkaufsangebote. Diese 1100er hier gibt's jetzt seit Ende 2019. Und ja, die Africa Twin ist von Honda eigentlich vom Start weg das Erfolgsmodell gewesen. Ich glaube, 2016 kam die erste, also die 1000er auf den Markt und ist seitdem das meistverkaufte Honda-Modell. Es gibt die 1100er nach wie vor auch als Adventure Sports-Variante. Die ist dann mehr auf Reise ausgelegt. Die hat zum Beispiel einen 25-Liter-Tank, ein E-Fahrwerk, eine höhere Scheibe und ja, gibt es dann auch in dieser schönen blau-weiß-roten Farbvariante. Diese hier, die normale CRF 1100L gibt es in Schwarz, dieses Modell hier, und auch in Rot. Und sie kostet 14.490 Euro. Wie immer bei Honda Africa Twins gibt es hier auch das DCT-Getriebe, dieses, ja, man darf nicht Automatikgetriebe sagen, aber es ist ein Automatikgetriebe. Das kostet dann 1100 Euro obendrauf. Und ja, in den nächsten 20 Minuten wollen wir hier diese 1100er für euch ordentlich auseinandernehmen. Und ja, Volker hat ein bisschen Kaffee und Gebäck mitgebracht. Nee, Kaffee hast du nicht dabei. Nö, ich habe nur Gebäck. Nur Gebäck. Ja, klar. Also, wir hoffen, ihr habt auch Kaffee und Gebäck dabei. Wünschen euch viel Spaß. Wir essen jetzt. Viel Spaß beim Test und schon geht es los. Ja, bevor es losgeht, nochmal ganz kurz ein herzliches Dankeschön an Nico von Motofan in Kaltenkirchen, der uns diese wunderbare CRF 1100L Africa Twin hier für diesen Test zur Verfügung gestellt hat. Und ja, wenn ihr diese Maschine mal Probe fahren wollt, meldet euch bei Nico unter motofan.de, findet ihr seine Telefonnummer und dann könnt ihr die Africa Twin mal Probe fahren. So, dann starten wir mal mit den Abmessungen der Honda CRF 1100L Africa Twin. Ich hoffe, ich muss den Namen nicht noch allzu häufig sagen. Einmal durch die Kamera laufen. So, Volker hat sich mal raufgesetzt hier auf die Kiste. Volker ist 1,80 groß. Nimm mal die Beine runter. Ja, das passt sehr gut. Es gibt hier zwei Sitzhöhen, nämlich 850 und 870 mm. Könnt ihr umstellen, wenn ihr wollt. Jetzt hier ist die 850er Höhe eingestellt und ja, Volker kommt sehr gut auf den Boden. Genau. Und die Maschine ist, ja, hat sich von den Abmessungen her nicht verändert gegenüber der alten. Immer noch ein großes Motorrad, 2,33 lang, richtig lang. Und sie wiegt vollgetankt 226 Kilogramm. Das sind immerhin 5 Kilo weniger als beim Vorgängermodell. Und der Radstand liegt hier auch bei fetten 1,58. Also echt eine Riesenmaschine. Und nee, bleib mal drauf, Volker. Nee, bleib mal drauf. Genau, wir wollen mal gucken, wie das mit dem Sozius-Betrieb so ist. Ich wuchte mich mal auf. Das war schon bei der alten geil. Und hier ist es immer noch so. Also genau richtig. Guck mal hier, mein Kniewinkel. Schön, schön entspannt. Ja, genau. Fußrast nicht zu hoch. Also damit würde ich als Beifahrer mitfahren, ohne Probleme. Ja, wir kommen zum Thema Bedienelemente und Cockpit. Eigentlich der größte Unterschied, finde ich, gegenüber der Vorgängerin der 1000er. Wir fangen mal rechts an hier. Das ist der Killschalter und Anlasser. Hier unten haben wir dann serienmäßig Tempomaten. Hier könnt ihr den An- und Ausschalten und hier die Geschwindigkeit verändern. Auf der linken Seite haben wir dann jetzt hier jede Menge Knöpfe. Das ist ein bisschen verwirrend, zumindest am Anfang. Ich zeige es trotzdem mal. Hier die Hupe. Das hier ist der Blinker, der übrigens ziemlich intuitiv bedienbar ist. Oft sucht man da ja so ein bisschen, aber das liegt genau richtig. Hier die Warnblinkanlage und diese Knöpfe hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, sind für die Bedienung des Cockpits, zeige ich euch gleich. Und hier oben haben wir dann noch den Schalter für das Fernlicht. Und diese beiden
Kippschalter hier sind zur Bedienung eures Smartphones. Ihr könnt nämlich diese Maschine mit eurem Smartphone via Bluetooth koppeln und dann zum Beispiel Musik abspielen, Telefonrufe annehmen und so weiter. So, jetzt schauen wir uns mal das Cockpit an. Ja, da hat Honda, finde ich, glücklicherweise ordentlich was gemacht. Bei der alten Africa Twin fand ich das Cockpit nicht so toll, um ehrlich zu sein. Jetzt haben wir hier ein modernes 6,5 Zoll Farb-TFT-Display. Dauert einen kleinen Moment, bis es losgeht. Und ja, wie ihr seht, zack, das ist ein Touchscreen. Also nicht nur, dass es ein Farbdisplay ist, sondern es ist tatsächlich ein Touchscreen. Und unterhalb dieses Farbdisplays gibt es ja noch so ein Zusatzdisplay. Da fragt man sich ja, das war alles doppelt gemoppelt, weil hier zum Beispiel auch die Geschwindigkeit angezeigt wird, genau wie dort, auch die Ganganzeige hier doppelt. Aber der Hintergrund ist, ihr könnt, wenn ihr wollt, hier oben über Apple CarPlay zum Beispiel die Navigation drauflegen. Dann ist der gesamte Bildschirm Navigation und dann ist es natürlich ganz gut, wenn man hier unten noch so ein kleines Zusatzdisplay hat, wo man diese beiden Informationen und die Gesamtkilometerzahl ablesen kann. Oh, ich sehe gerade 118 Kilometer erst die Maschine, brandneu. Ja, dann schauen wir doch mal nach hier oben. Was ist hier alles Schönes? Hier ist der Drehzahlmesser. Ich mache die Maschine mal an. Schauen wir uns das mal an hier. Jawohl. Rote Bereich beginnt bei 8000. Hier, wie gesagt, Geschwindigkeit, Ganganzeige. Hier ist die Tankfüllanzeige, Temperatur, Wasser. Und dann haben wir hier drei Bereiche. Ich versuche es mal zu übersetzen. P für Power, das sind halt vier Leistungsmodi hier. Dann gibt es T wie Traction Control, also Traktionskontrolle in 7 Stufen. Und E, B heißt Engine, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist es die, ja, die Motorschleppregelung. Die könnt ihr auch in 3 Stufen einstellen. Und hier oben gibt es dann diesen Modusschalter. Also dazu muss ich hier mal... geht auch so. Schotter, genau, Offroad, Benutzer 1, Benutzer 2 und Tour. Es gibt also 6 Fahrmodi, 4 voreingestellte und 2 könnt ihr euch konfigurieren, wie ihr lustig seid. Und nicht nur das, ihr könnt, wenn ihr einen Modus habt, hier zum Beispiel jetzt der Tour-Modus, könnt ihr zusätzlich auch noch hier die Traktionskontrolle nach euren Wünschen so ein bisschen verstellen. Oder hier gibt es auch noch eine Wheelie-Control. 1, 2 oder 3, also das Ding ist echt vollgestopft. Man muss dazu auch wissen, dass Honda hier bei der neuen Africa Twin eine neue IMU eingebaut hat, also ein Steuergerät von Bosch. Ein 6-Achsen-IMU, da wird wirklich alles kontrolliert. Es gibt zum Beispiel auch eine Abhebekontrolle für das Hinterrad. Es gibt ein Notbremssignal, wenn ihr also voll in die Eisen geht, dann wird hinten die Warnblinkanlage angestellt automatisch. Also elektronisch hier wirklich voll ausgestattet, die Kiste. Wir haben jetzt diese Bluetooth-Kopplung mit dem Smartphone nicht ausprobiert, um ehrlich zu sein. A, weil wir kein iPhone haben. Und B, weil das sonst auch zu lange dauern würde. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass zwar Apple CarPlay unterstützt wird, Android Auto aber leider nicht. So, dann schauen wir uns mal die Lichtanlage an bei der neuen Africa Twin. Jetzt ist die Zündung an und da seht ihr sofort, Tagfahrlicht und Abblendlicht geht an. Und jetzt darfst du mal die Fernlicht, genau, Lichthupe. Also alles LED hier, auch die Blinker LED. Und wie bei Honda üblich sind diese Blinker, auch wenn man sie nicht betätigt, immer so ein bisschen an. Finde ich immer so ein bisschen irritierend, aber wie auch immer, auf jeden Fall finde ich, sieht diese Lichtmaske hier bei der neuen Africa Twin einfach total scharf aus. So, hinten schauen wir auch nochmal auf das Hinterlicht. Das ist das normale Abblendlicht und das ist das Bremslicht. Also auch hinten echt schick und alles LED. Ja, wir starten mit den technischen Daten und beginnen mit dem Fahrwerk. Hier dieser Heckrahmen, der hier so rot lackiert ist, der ist neu konstruiert bei der 1100er. Der ist nämlich jetzt angeschraubt an den Vorderrahmen, nicht mehr angeschweißt. Früher musste man immer, wenn man hier einen Schaden hatte, den gesamten Rahmen austauschen. Jetzt kann man also, wenn man will oder wenn es sein muss, den Heckrahmen austauschen. Ja, die Maschine hat nach wie vor einen Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen und vorne haben wir eine Upside-Down-Gabel von Shore, also auch eigentlich beste Ware, mit einem 45 mm Standrohrdurchmesser. Die Gabel ist voll einstellbar, also Zugstufe, Druckstufe könnt ihr hier einstellen. Und hinten haben wir dann ein zentrales Federbein, ja, das man irgendwie eigentlich gar nicht so richtig sehen kann. Kommt auch von Shore und jetzt muss ich hier mal ein bisschen suchen. Federwege, achso, Federweg vorne 230 mm, hinten 220. Und das hintere Federbein könnt ihr auch voll einstellen, natürlich auch in der Federbasis. Das Hinterrad, die Felge, da hat sich auch nichts geändert nach wie vor. Eine 18 Zoll Felge mit einem 150 70er Reifen. Der Reifen kommt übrigens hier von Metzler
Und zwar ist das ein, kann ich jetzt nicht sehen, Karoo. Nee, das ist die Größe. Karoo Street heißt der Reifen, kenne ich gar nicht. Ja, vorne das Vorderrad, nach wie vor eine 21 Zoll Felge, richtig fett, mit einem 90er Reifen. Und ja, dann schauen wir uns nochmal die Schwinge an. Das ist nach wie vor hier auch eine Zweiarmschwinge aus Aluminium, auch schön leicht. Und kommst einmal rum, bitte, Volker. Was sich auch nicht verändert hat, leider, ist, dass diese Maschine nur, in Anführungsstrichen, nur einen Seitenständer hat, einen Hauptständer. Gibt es hier in Serie leider nicht. Ja, beim Motor gab es auch ein Update hier bei der 1100er gegenüber der 1000er. Wir haben nämlich neue Zylinderköpfe, eine neue Nockenwellensteuerung. Ja, neues Drosselklappensystem und das Abgassystem hat jetzt auch eine Klappe. Also das ist tatsächlich ja ein echtes Update. Und der Motor ist auch ein bisschen größer geworden. 1084 Kubikzentimeter ist der Hubraum. Nach wie vor Zweizylinder-Reihe, flüssigkeitsgekühlt. Und die Leistung liegt jetzt auch ein bisschen höher, nämlich bei 102 PS. Bei 7500 Umdrehungen und 105 Newtonmeter bei 6250 Umdrehungen. Also das sind jetzt nicht so auf dem Damenblatt zumindest riesig große Unterschiede, aber ich darf euch jetzt schon mal sagen, das merkt man während der Fahrt, werden wir später auch nochmal drauf eingehen. Ja, Höchstgeschwindigkeit liegt hier bei 201 Kilometer pro Stunde. Der Tank hier bei der normalen Africa Twin hat einen Inhalt von 18,8 Litern. Es gibt ja auch diese Adventure Sports mit einem 25 Liter Tank, die hier 18,8 oder sagen wir mal 19. Verbrauch knapp 5 Liter, das heißt die Reichweite liegt bei 384 Kilometern. Das sollte reichen. Es gibt hier ein 6-Gang-Getriebe und wie ihr wahrscheinlich wisst, kann man die CRF 1100L auch mit einem DCT-Getriebe ordern. Das kostet dann 1100 Euro Aufpreis, das ist so ein Halbautomatikgetriebe, wiegt allerdings auch 12 Kilo. Die Maschine wird dann halt ein bisschen schwerer. Und als Antrieb haben wir hier eine O-Ring-Kette. Und was hier auch ganz cool ist bei dieser Maschine, Volker, magst du das auch nochmal hier versuchen zu filmen, ist hier dieser Kühlerschutz. Nee, hier der Kühlerschutz, entschuldige, den hier meinte ich. Den da, kannst du mal reinfilmen. Der ist nämlich aus Edelstahl und auch in Serie hier verbaut. Ja, bei der Bremsanlage gab es, glaube ich, keine Veränderungen. Nach wie vor hier Nissin, Doppelkolben, hydraulisch betätigte Doppelkolben, Bremszange, radial verschraubt, vier Kolben, Festsattel ist das vorne. Die Wave-Scheiben haben hier einen Durchmesser von 310 mm. Hinten haben wir dann auch eine Wave-Scheibe, 256 mm Durchmesser, eine Einzelscheibe mit einer Einkolben-Bremszange. Und diese Maschine hat hier ein Zweikanal-Kurven-ABS. Das könnt ihr auch abstellen und es ist schräglagenabhängig. Also das ist doch mal auch ein Schritt nach vorne. So, kurzer Bremstest. Volker kommt jetzt hier angeknattert und verzögert dann wie immer von 50 auf 0. Und dann wollen wir mal schauen, was die Africa Twin hier für eine Figur macht. Ja, das klappt doch. Okay, ich starte jetzt mal die Beschleunigung von 0 auf 100. Ich bin im sogenannten Tour-Modus und ich hoffe, die Strecke geht mir nicht aus, es ist nicht weit. Wir probieren es mal aus. Hoi! Der Bock geht nicht schlecht. Der geht nicht schlecht. So, langsam geht die Sonne unter. Zeit für unsere Probefahrt auf der Honda CRF 1100L Africa Twin. Ich glaube, ich habe noch nie einen Motorrad mit einem so langen Namen gehabt. Aber egal, hat es sich verdient. Ich gehe noch einmal rum, weil sie so schön ist. Kennt ihr ja. So, jetzt setze ich mich mal drauf. Also obwohl diese Maschine hier ja die niedrigere
Sitzhöhe eingestellt hat. 850 mm. Ist, glaube ich, hier eingestellt. Genau, gibt ja auch noch 870. Sitzt man schon trotzdem relativ hoch. Also auch während der Fahrt. Das ist so ein hochherrschaftliches Gefühl. Total geil. Aber bevor wir losfahren, machen wir noch mal so ein bisschen hier unsere Standardgeschichten. Also, wie sieht es aus mit der Sitzposition? Also herrlich. Adventure Bike Style. Man sitzt wirklich super aufrecht. Mega breiter Lenker. Also ich weiß, ich kann mich nicht erinnern an die alte, ob der jetzt noch breiter geworden ist. Wahrscheinlich nicht, aber wirkt echt super breit. Blick nach hinten. Ja, mittelmäßig. Also ich sehe hier doch deutlich meine Schultern und meine Arme. Die Spiegel könnten für meinen Geschmack noch weiter rausgehen. Das finde ich jetzt mittelmäßig. Ja, ansonsten würde ich sagen, los geht's. Das Display habt ihr ja vorhin schon gesehen. Und jetzt will ich euch mal so ein bisschen erzählen, wie sich das anfühlt. Also, ich bin natürlich schon lange gefahren und Volker auch. Wir haben uns auch schon unterhalten über das Gefühl, was man so hat. Also erstmal, was mir spontan auffällt, ist, dass man auf dieser Maschine hier extrem leicht in den Stand kommt. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt, aber vielleicht an dieser schmaleren Sitzbank. Die Sitzbank ist ja 4 cm schmaler als bei der alten. Na gut, nicht, dass ich jetzt in meinem Stehen fahren würde, aber die Enduro-Leute unter euch werden sich da wahrscheinlich drüber freuen. Ja, das Windschild hier ist ja relativ kurz. Ist halt so ein Rallye-Schild. Ja, ist so ein bisschen Geschmackssache. Also im Gelände ist es natürlich besser, klar. Auf der Straße weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde mir dann doch eher das höhere Windschild holen für 125 Euro. Das geht dann, glaube ich, bis hier. Aber so hat man natürlich wenigstens den Blick frei. Also das stört nichts. Und ja, und der Windschutz an sich. Jetzt liegt halt mein Helm. Oh, ich muss mal kurz mich hier in die Kurve legen. Ha, herrlich. Jetzt liegt halt mein Helm komplett im Wind. Und insofern habe ich jetzt ja so einen mittelguten Windschutz. Also das ist jetzt auch nicht schlecht, aber so richtig toll ist das irgendwie auch nicht. So mittelmäßig, würde ich sagen. Aber ich habe wenigstens relativ wenig Turbulenzen am Helm. Ja, wobei, nee, stimmt gar nicht. Also ab Tempo 100 wird es dann doch ein bisschen lauter. Also wie gesagt, schließen wir das mal ab. Ich würde euch empfehlen, probiert zumindest mal das hohe Windschild aus. Ist wahrscheinlich ein bisschen cooler. Ja, ansonsten, der Test, den wir mit dem Vorgänger gemacht haben, das war im April, also ja, ein gutes halbes Jahr her. Ich weiß nicht so richtig, was die Leistung angeht. Es fühlt sich hier extrem kraftvoll an, muss ich echt sagen, für einen reinen Twin. Und was war das? 105 PS, glaube ich. Ich weiß aber nicht so richtig, was die Höchstleistung zumindest angeht, ob ich da jetzt einen riesen Unterschied entdecke zur alten. Aber was ich sofort sagen kann, ist, dass das Drehmoment, boah, also der Durchzug, der ist hier wirklich besser. Also das kann ich ganz klar sagen. Die Maschine sprintet echt nach vorne. Also das ist schon echt schon cool. Wird ja auch deutlich mehr Drehmoment. Und das Drehmoment kommt nach wie vor auch relativ früh. 6250, glaube ich. Und dann geht das hier wirklich zur Sache. Also das ist echt klasse. Ja, Volker und ich sind jetzt die neue Africa Twin die ganze Zeit gefahren und wollen euch mal so unsere Eindrücke schildern und vor allem so ein bisschen so einen Vergleich machen zu der alten. Die haben wir damals ja auch zusammen getestet. Volker, fang mal an. Also wie ist so dein spontaner Eindruck gewesen von der neuen Africa Twin? Spontan finde ich, es ist einfach eine total ausgewogene Maschine, wie schon das letzte Modell auch, was wir davon getestet haben. Und durch den Abstand der Zeit ist es für mich jetzt nicht so ganz feststellbar, ob die Leistung nun wirklich richtig zugenommen hat. Aber ich finde, das ist völlig ausreichend. Die fährt sich wirklich gut von der Leistung her. Die hat richtig gut Power. Das reicht mir völlig aus. Und es ist nach wie vor eine total super ausgewogene Maschine, finde ich. Lässt sich einfach toll fahren. Ja. Ne? Es ist also zur Leistung, glaube ich, ist es so, also du hast recht, ich erinnere das jetzt auch nicht mehr so en Detail, aber die hat ja schon eine ganze Menge Updates bekommen, so, ne? Und sie hat auch ja mehr Drehmoment und ich glaube so in dem unteren Bereich, so von 2,5 bis 5 oder so, genau, schiebt sie doch ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt nicht so, also wenn ihr jetzt eine Africa Twin habt,
eine Tausender, dann glaube ich nicht, dass man jetzt sagen muss, die muss jetzt weg. Nein, die muss nicht weg. Also was natürlich viel, viel gravierender ist, sind die Updates im Bereich Elektronik und Ausstattung. Ne? Also ich meine, die alte war schon auch gut ausgestattet, aber die hier, wie gefällt dir das hier mit dem Cockpit? Das ist natürlich schon cool. Ne? Ich bin jetzt nicht so ein Freak in dieser Hinsicht, aber ich finde, es ist schon einfach geil, muss ich sagen. Also ich auch nicht, aber das ist schon, was du da an Informationen bekommst. Ne? Und natürlich bist du Freak. Nein. Also, ich meine, zum Beispiel diese Handykopplung, das haben wir ja gar nicht ausprobiert. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt vorstelle, du kannst halt dein iPhone damit verbinden und dann hier deine Navigation hier richtig fett drauflegen. Ne? Das ist schon cool. Schon geil. Ne? Also man braucht jetzt hier kein extra Navi mehr. Und ich meine, es ist auch nicht nur einfach ein Gimmick, sondern es ist auch einfach sehr übersichtlich, finde ich. Ne? Ja. Du kannst es einfach sehr gut sehen. Ja, auch mit diesem Zweitdisplay hier unten. Ne? Also ist schon echt eine ausgewogene Maschine. Ne? So Qualitätseindruck. Toll, wie bei Honda üblich, einfach top. Ne? Ja. Gibt's nichts zu bemängeln. Ja. Also ich muss auch sagen, cooles Bike. Ja, diese Maschine hier hat ja nicht das DCT-Getriebe, sondern normales Schaltgetriebe. Finde ich völlig okay. Ich brauche kein DCT. Ich weiß aber, dass viele das besonders geil finden. Ja, müsst ihr halt wissen, diese 1100 Euro Aufpreis und 12 Kilo Zusatzgewicht, ob ihr das unbedingt braucht oder nicht. Ich bin der Meinung, man braucht es nicht. Das Getriebe hier ist auf jeden Fall sehr präzise, schaltet sich auch total leicht. Hier Seilzugkupplung, das funktioniert alles klasse. Und ja, was ich echt auffällig finde, ist dieser Schiebebetrieb. Also diese Maschine hat ja eine Motorschleppregelung, die kann man ja auch einstellen in drei Stufen, dieses EB hier. Und das ist echt erstaunlich. Da achte ich normalerweise eigentlich nicht so sehr drauf. Aber bei dieser Maschine hier, wenn man vom Gas geht, dann schiebt die so ein bisschen weiter nach vorne. Aber sehr angenehm. Also irgendwie ganz geil. Ja, müssen wir mal ein bisschen schauen, dass wir hier die Lauts mal hinter uns lassen. Ja, das ist überhaupt kein Problem hier mit der Maschine. Also auch mal so ein Zwischensprint, Autos überholen oder so. Also echt ganz schön kräftig, das Teil. Ja, ja. Oh, hier ist wahrscheinlich Blitzer. Machen wir mal ein bisschen langsamer, oder? Habe ich das Fernlicht an? Nö. Ja, was ist noch zu sagen zur neuen Africa Twin? Also, was geblieben ist, das war früher schon so und das ist immer noch so, glücklicherweise, ist halt dieses, ja, wie soll man das bezeichnen, dieses Ausgereifte. Also diese Maschine macht einfach so einen ausgereiften Eindruck. Sie ist so homogen. Das Fahrgefühl, obwohl sie ein 21 Zoll Vorderrad hat, sollte sie ja eigentlich theoretisch nicht so wendig sein, aber das fühlt sich alles richtig, richtig klasse an, muss ich sagen. Und macht einfach total Spaß. Und ja, also insgesamt wirklich ein tolles Update, was die Technik angeht. Hier diese beiden Displays sind ja zwei, wenn man ehrlich ist. Das ist schon klasse. Ich meine, man muss es mögen. Es ist natürlich auch relativ viel Einarbeitungszeit, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also bevor man das alles rausgekriegt hat, was man hier einstellen kann und welcher Knopf wofür da ist, da ist man schon eine ganze Zeit beschäftigt. Aber okay, das, ach guck, da hinten steht der Blitzer. Habe ich aber Glück gehabt. So, also wie gesagt, ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht so ein super Fan von dieser ganzen Elektronik-Overkill-Geschichte. Auf der anderen Seite, ich meine, siebenstufige Traktionskontrolle, wer gerne im Gelände unterwegs ist, das ist natürlich schon ganz geil. Ne? Also man kann das sehr, sehr feinfühlig einstellen. Und Fahrmodi, ja gut, sind auch nicht verkehrt. Also hat schon alles irgendwo seine Berechtigung. Ja, ansonsten Fahrverhalten, wie gesagt, 1A gerade Auslauf. Und die Maschine macht einfach wirklich Spaß, kann man nicht anders sagen. Ja, das soll es mal gewesen sein mit unseren Fahreindrücken hier von der Honda. Oh, geile Kurve nochmal. Jawohl. Oh, geil. Herrlich. Mit unseren Fahreindrücken von der Africa Twin. Da ist auch schon der Volker. Das heißt für mich, ich gebe zurück ins Studio zu Marietta Slomka.